Hey und jeden Sonntag. Herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier heute mit der Bethe Bloch-Gleichung. Falls ich dir nichts sagt, Teilchendetektoren werdet ihr kennen, ist die Grundlage für das Standardmodell und für viele Entdeckungen der letzten Jahre in der Physik, für viele Nobelpreise. Die Bethe Bloch-Gleichung ist die Grundlage von all jenen Teilchendetektoren. Warum? Weil sie beschreibt den Energieverlust von geladenen Teilchen. Wie? Obwohl man das Durchdringen groß schreibt, durch das Durchdringen von Materie, von geladenen Teilchen, entsteht Ionisation bzw. Anregungsenergie von den Medienatomen. Und dadurch verlieren sie Energie. Dieser Energieverlust ist für jeden Teilchendetektor beschreibbar durch die Bethe-Bloch-Gleichung. Hier steht sie, eine sehr, sehr lange Gleichung. Ich werde sie jetzt nicht gesamt vorlesen, hat einen Logarithmus drinnen. Wichtige Elemente sind hier das Ionisationspotenzial, zum Beispiel maximaler Energieverlust pro Einzelstoß und dann zum Beispiel die Teilchenladung ist hier Variante. Z pro A und so weiter. Was soll diese lange Formel? Wir werden eine grobe Analyse aus 6 Punkten kurz gestalten. Ja? Der Energieverlust pro Wegelement dx ist proportional zu 1 durch der Geschwindigkeit dieses Teilchens zum Quadrat. Das heißt, wir sehen, es ist geschwindigkeitsabhängig, wie viel Energie verloren geht, vor allem für kleine Energien. Wird diese sehr groß, wie wir hier sehen, natürlich. Versteht sich von selbst. Der Energieverlust ist aber, wie wir hier sehen, unabhängig von der Teilchenmasse. Ja, das ist etwas sehr, sehr Spezielles für diese Formel. Unabhängigkeit von der Teilchenmasse bei dem Energieverlust bei der Bethe-Bloch-Gleichung. Das Minimum von dE nach dx liegt bei 3mc². Sehen wir in verschiedenen Plots. Schaut ungefähr so aus, wenn wir hier pro mc² haben. Wir hier ein Dreier, das geht circa so, dE nach dx. Wir sehen hier bei 3 haben wir ein Minimum bei E pro mc². Ja? Ist nur eine grobe Skizze natürlich. Z pro A ist für die meisten relevanten, dieser Term hier, ist für die meisten relevanten Medien, aus denen solche Teilchendetektoren bestehen, ungefähr 2. Somit hängt sie auch kaum vom Medium des Teilchendetektors selbst ab. Ich beziehe mich hier aber auf kaum. Ja, das ist eine grobe Analyse. Der Energieverlust gilt nicht für Elektronen und Photonen, diese gesamte Formel. Hier gibt es eine andere Formel. Warum ist das so? Ich meine, wir können grob sagen, durch die Ununterscheidbarkeit von Elektronen und Photonen würde da in der Ableitung was vollkommen ändern sich. Und ja, ich meine, es gilt einfach nicht für Elektronen und Photonen. Es gibt eine andere Formel dafür, aber die ist recht kompliziert. Und hier die einzelnen Segmente, die ich schon vorher erwähnt habe, die ziemlich interessant sind bei dieser Formel. Also wir kennen jetzt unseren groben Energieverlust und die speziellen Sachen. Wir wollen uns jetzt aber nicht diese gesamtlange Formel anschauen. Ich glaube, in dem Video wird man das nicht so ganz hinkriegen. Wie kommt man auf eine Grundsatzstruktur von so etwas? Wie hat man sich das überlegt? Die ersten Überlegungen waren tatsächlich von Niels Bohr für Alpha-Teilchen in einem Detektormedium und diese grundlegenden Überlegungen aufgrund seiner basierenden Arbeit werden wir heute gemeinsam hier durchbesprechen. Also wie kommt man auf so eine Formel? Wir nehmen an, wir haben ein Alpha-Teilchen mit Masse m, Ladung ze und Geschwindigkeit v und das Setting lautet wie folgt: Dieses Alpha-Teilchen folgt einer Trajektorie. Wenn wir hier ein Elektron haben, folgt das einer gewissen Trajektorie an dem Elektron vorbei und der Abstand von diesem Elektron ist nichts anderes außer b groß. Ja. Natürlich passiert da ein Energieübertrag in Form eines Impulsstoßes und dieser Energieübertrag Delta E, der interessiert uns. Delta E, Impulsstoß, sollte man wissen, p² durch mv, i. Dieses p werden wir als i, als Impulsstoß, i² durch 2mv machen. Was ist jetzt unser i speziell für dieses Setting hier? I können wir uns über das Integral der Kraft nach der Zeit überlegen. Ich meine, das kennen wir noch und E, das Feld, ist nichts anderes als F durch Q. Und Q setzen wir natürlich hier als E an und haben dann natürlich E orthogonal dt, wenn wir das hier einsetzen. Und jetzt kommt ein Trick 17 und da sollten die Mathematiker von euch vielleicht ein bisschen wegschauen, ist ein bisschen grob. E orthogonal und jetzt fahre ich auf das dt um. Ja, dt wird durch dx mal dx. Ja, schrecklich, aber so funktioniert es im Endeffekt, ich meine, man kann es auch genau machen. dt nach dx ist 1 durch v, nicht? dx nach dt, 1 durch dx nach dt ist dt nach dx. Und das 1 durch v kann ich vorziehen, haben wir e durch v, e orthogonal dx. Und jetzt haben wir das Problem e orthogonal dx. Gut, können wir uns überlegen, gibt es einen Satz von Gauss? Satz von Gauss, schauen wir uns mal an. Volumensintegral über die e dv ist ein Flächenintegral von e orthogonal dA. Kennen wir wahrscheinlich. Schauen wir uns an, Volumensintegral, die e dv. Setzen wir ein, eine 4π-Struktur, 4π
Volumensintegral rho dv. Rho dv können wir auch als Q schreiben und Q können wir als ZE schreiben für unser Setting. Gut, haben wir das, 4pi ZE. 4pi ZE muss aber auch für unseren Satz von Gauss gelten, haben wir hier drüben. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Trick. Wir sagen, dadurch, dass wir hier so ein Setting haben, können wir unser Integral hier rundherum so einen Zylinder legen und über diesen Zylindervolumen drüber integrieren. Das machen wir hier. Das Zylindervolumen steckt hier bei 2pi mal b dx drinnen. Und jetzt sehen wir schon, was passiert. Wenn wir diese beiden Sachen gleichsetzen, kommen wir sofort auf e orthogonal dx ist, na gut, bringen wir es rüber, 2 mal ze durch b. Wenn wir das hier oben einsetzen, dann gewinnen wir i. Und wenn wir i kennen, kommen wir dann nach unten auf e durch v mal 2 ze b, kommen wir auf 2 ze Quadrat durch bv. Und das, wenn wir wiederum kennen, können wir da oben einsetzen, das i. Und wenn wir das kennen, können wir hier unten ein Delta e in Abhängigkeit von b aufschreiben. In dem Fall schon hier dieses hier. Ja, wir setzen i Quadrat ein und erhalten Delta e von b ist 2 ze Quadrat e hoch 4 m e v Quadrat b Quadrat. Gut. Ja, ich glaube, das ist der Schritt, den man hier macht. Gibt es nicht viel zu tun. Gut, das war der erste Schritt. Jetzt haben wir uns mal ein Delta E in Abhängigkeit von einem gewissen Abstand hier dargestellt. Wir wissen aber, unsere Materie, unser Medium, wo eigentlich unser geladenes Teilchen eintritt, besteht jetzt nicht nur aus einem Elektron und nicht nur aus irgendeinem Abstand, sondern von einer Ansammlung an verschiedenen Elektronen. Und diese Ansammlung von Elektronen ist ein bisschen mühsam zu integrieren. Wir machen hier rundherum eine Elektronendichte N. Wir sagen, naja, wenn wir die Elektronendichte einarbeiten in unser Medium, dann gilt DEB, nichts anderes als DEB mal diese Elektronendichte und natürlich unsere Volumensinformation, unser Volumenselement dV muss erhalten sein. dV können wir auch als wieder Zylindervolumen 2pi mal b dB dx schreiben in dem Fall, ist klar. Und hier unser DEB, was wir schon oben ausgerechnet haben. Können wir machen, so gibt sich DEB zu dieser schönen Formel DEB dx. Ganz genau. Und hier sehen wir durch B. Jetzt will ich aber integrieren über alle Abstände. Und unter alle Abstände fällt mir rein der Abstand unendlich und fällt mir rein der Abstand 0. Und der Abstand 0 ist ein Problem, wenn wir durch B dividieren. Weil wenn wir einen Abstand 0 annehmen würden, und das müssten wir, wenn wir über alle integrieren, würde unsere Energie ins Unendliche herausschießen. Also müssen wir Integrationsbereich einschränken, nämlich von einem Minimalabstand Bmin zu einem Maximalabstand Bmax, ist auch irgendwie klar. Und unser Bmax sollte auch nicht unendlich werden, weil das entspricht ja jetzt nicht formal dem, was wir jetzt bei einem Detektor dann tatsächlich auch wollen. Ist in Ordnung. Haben wir diese beiden Abstände? Jetzt sehen wir da oben dB durch B. Ja, das erinnert uns sehr stark an das Integral 1 durch B dB. Und das ist ln. Logarithmus von b. Das heißt, wenn wir dE nach dx, indem wir es einfach rüberbringen, als Integralbeziehung anschreiben wollen, schreiben wir 4 z Quadrat e hoch 4 ne me v Quadrat ln b min durch b max, beziehungsweise wenn wir beim ln umdrehen, so wie wir es hier sehen, kommt uns ein negatives Vorzeichen und von der Formel gehen wir aus. Und jetzt müssen wir uns nur mehr überlegen, gut, jetzt haben wir endgültig unsere recht logischen Annahmen der Elektronendichte eingearbeitet, unsere Beschränkungen, dass wir nicht Abstand 0 nehmen sollten. Gut, aber was ist jetzt unser Minimal- und Maximalabstand? Na gut, da hat sich der Bohr zwei sehr, sehr gute physikalische Argumente überlegt, nämlich einerseits aus dem zentralen Stoß heraus. Was sagt uns der zentrale Stoß? Wir machen eine relativistische Betrachtung eines Energieübertrags eines zentralen Stoß, den wir ja wissen, dass 1/2 mv Quadrat, mv Strich Quadrat in dem Fall ist. V Strich brauchen wir später. Die relativistische Betrachtung wäre 2 Gamma Quadrat mev Quadrat. Kennen wir auch. Wenn wir zwei Teilchenstoße betrachten, nehmen wir, wenn sie zentral sind, die doppelte Geschwindigkeit, die beim Stoß tatsächlich dann im Endeffekt wirkt. Das heißt, wenn V Strich ist 2v und setzen in die Formel ein, setzen das gleich mit unserer relativistischen Betrachtung und sehen, Bmin hier unten zum Quadrat ergibt uns dann nur der positive Wert, natürlich ist klar, ze Quadrat durch Gamma mev Quadrat. Haben wir Bmin abgeschlossen, danke, aus dem Prinzip des zentralen Stoßes und hier wenden wir das Prinzip der adiabatischen Invarianz an. Adiabatische Invarianz ist ein bisschen mühsamer, da brauchen wir nämlich immer Wechselwirkungszeiten, die wir miteinander vergleichen. In dem Fall ist das Materieatom, das ist der, wo der Detektor eigentlich ist mit einer Umlauffrequenz nü gebunden. Ist klar. Und die Wechselwirkungszeit tau können wir uns mit diesem nü anschreiben, weil tau ist nichts anderes als 1 durch die Frequenz. Nicht? Tau ist 1 durch nü. Haben wir das? Jetzt sagen wir, die Wechselwirkungszeit
muss klein gegenüber unserer internen Zeit sein, dann sind wir adiabatisch invariant. Das heißt, wir sagen, t ist b max durch Gamma v. Dieses bekommen wir aus, es ist v mal t im Prinzip, nicht? Und das machen wir kleiner gleich 1 durch nü. Und dann formen wir einfach schlussrechnungsmäßig um und sehen, b max ist Gamma v durch nü. Und wenn wir jetzt b max und b min da einsetzen, und das traue ich euch zu, dass ihr das durchkürzt, dann kommt sie auf genau diese Beziehung, die 4ze² ne mev² ln von einem gewissen Ausdruck, der von Gamma mev nü z und e abhängt. Und das hier waren die ersten Überlegungen von Bohr. Für niedrige Energien stimmt diese Formel halt überein mit dieser. Da gibt es dann noch weitere Korrekturfaktoren. Aber so kommen wir, meistens stellt man sich halt, wenn man jetzt noch nicht so genau weiß, wie kommt man eigentlich auf so ein Blödsinn? Ja, Blödsinn ist nicht, aber wie kommt man auf das? Ja, so kommt man auf ein paar grundlegende Sachen. Was ist gegeben? Was ist mein Setting? Was muss ich noch einarbeiten, dass das Ganze genauer wird? So kommt man im Endeffekt auf solche Formeln. Und das war Präsentation der Bethe-Bloch-Gleichung und der frühen Überlegungen rund um 1913 waren die schon damals von Niels Bohr. Sehr toll. So schließt sich dieses Video und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Falls es so ist, freue ich mich, dass ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Compact Physics. Bis dahin, stay compact.